Hallo, meine Freunde der guten Unterhaltung. Hier ist wie euer Woogie am Start und Matt Stranded Deep. Ich begrüße alle recht herzlich. Schön, dass du dabei bist. Schön, dass ihr alle dabei seid. Hier zu unserem Survival-Abenteuer. Jawohl, es geht wieder weiter, nachdem wir letztes Mal wieder von vorne anfangen mussten, weil wir ja hops gegangen sind. Habe ich mir so gedacht, ich werde mal jetzt hier ja, gucken, dass wir unsere Gezuppel fertig kriegen. Wir können schon echt viel machen. Sowas zum Beispiel wäre nicht schlecht, so eine Wasserdestillationsanlage. Wäre echt nicht verkehrt, die zu bauen. Dauert halt nur noch ein bisschen. Also, da sind einige Sachen bei, die wir machen könnten schon. Oh, okay, Leute. Ah, das geht noch nicht. Was brauchen wir dafür? Lehm, okay, alles klar. Da brauchen wir Lehm für, soweit sind wir noch nicht. Ah, Lehm, eine Räucherstelle wäre ganz cool. Hier brauchen wir einmal Plane, Tauwerk, Palmwedel und Kokosnussflasche. Die haben wir ja einmal. Aber gut, die können wir auch schnell herstellen, das ist nicht das Problem. Das wäre nicht das Ding. Hier eine Vogelfalle zum Beispiel. Müssten wir auch noch bauen. Und allgemein müssten wir jetzt ja echt, wir gucken, siehst du, ein Hammer. Stopp, Hammer, ein Hammer gleich bauen. Gleich ein Hammer. Hier, den brauchen wir. Den brauchen wir, weil das heißt ein Tauwerk, einmal Holz und ein Stein noch. Gut, wir brauchen Tauwerk. Da, 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 da. Das heißt, es geht wieder auf die Jagd nach irgendeinem Gezuppel hier. Da ist unser Boot. Wir müssen so fast denn wirklich echt mal. Ah, warte mal, wenn wir schon mal hier sind. Ich will das mal ausprobieren jetzt, ne? Ob das hier mit dem Ding funktioniert. Nee, das funktioniert nicht. Okay, hier können wir auf jeden Fall mit anvisieren, aber ob das auch funktioniert mit Fischen. Nee, das wird nichts. Das schaffen wir, glaube ich, nicht, Freunde. Wir können hier zumindest. Hier, gib mir Nemo, Nemo, komm mal her, Nemo, Nemo, irgendein Fisch. Ich will nicht einen Hai haben, deswegen. Clownfisch. Nemo. Nemo! Kann ja sein, dass ich den blöden Fisch nicht kriege, oder? Das ist schwerer als gedacht, echt, ohne Witz. Wahnsinn! Wie schnell da. Wie. Wow, okay, wir haben schon einen Stock. Nee. Wenn wir hingehen, haben wir einen Stock. Ah ja. Nee, haben wir zwei Stöcke. Nee. Ein. Merkwürdig. Gut, dann brauchen wir mal einen Palmgezuppel. Das heißt, wir werden die Palmen hier mal stutzen. Können wir jetzt dadurch. Nee, können wir nicht nehmen. Bringt nichts, ne? Das bringt gar nichts, das Zeug damit zu nehmen. Ich dachte echt, wir können dadurch. Oh, aber wenn wir schon mal dabei sind, können wir was essen. Ist ganz praktisch. Ja, aber trinken müssen wir auch mal langsam. Könnten mal gucken, ist da oben eine Kokosnuss am Start irgendwo? Nö, ne? Weil trinken müssen wir auch noch. Es ist so nervig mit diesen Gezuppeln. Wir brauchen nur. Oh, da ist eine Kokosnuss. Mit diesen faserigen Blättern. Entweder nur junge Pflanzen oder Yucca-Pflanzen. Und Yucca-Pflanzen haben wir bekanntlicherweise hier echt nur eine. Deswegen wird das schwer werden, hier was zu finden. Was haben wir schon ganz viele Dings hier? Und wie viel, ach, haben wir das echt alle mitgenommen? Nein. Faserige Blätter. Jetzt habe ich dreimal faserige Blätter, aber ich habe die anderen. Ich wollte die doch weglegen hier. Die wollte ich doch ablegen. Das heißt, wir brauchen einmal noch so ein faseriges Gezuppelblatt. Das heißt, eine kleine Palme. Ansonsten müssen wir wirklich mal von dieser Insel verschwinden hier und echt gucken, dass wir woanders hinkommen. Aber ich weiß noch nicht. Es kann auch echt sein, dass alle Inseln gleich sind. Das befürchte ich sogar fast eher. Dass die alle gleich sind hier. Und ich weiß auch nicht, ob das alles nachspawnt.
Wir müssten echt auf eine andere Insel mal gehen wieder. Und da mal gucken, ob wir was finden. Da würde ich sagen, ja, nicht lang schnacken. Ab aufs Boot und los geht's. Ja. Wenn ich hier nichts mehr finde, dann müssen wir wohl weichen. Dann bringt das nichts. Ob wir jetzt hier das schaffen, das weiß ich nicht. Paddel. Hier, nimm das Paddel mit, mein Freund. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall raus. Das ist sehr gut. Jo. Perfekt. Jetzt müssen wir gucken, auf welche Insel wir schippern. Ich glaube, auf die da hinten. Was nun los? Wo hängen wir denn jetzt fest? Das ist diese. Was ist denn das da hinten jetzt? Ne? So, da muss ich lang, mein Freund. Dahin. Gucken, dass ich auf einen Stein aufsetzen, weil das wäre richtig uncool. Ich will auf die Insel hinten. Hi, tu mir einen Gefallen, bitte. Lass mich bitte zufrieden. Oh, Alter, was ist das für ein Fieder? Habt ihr das gesehen gerade? Was war denn das gerade für ein Fisch? Das war ja ein Monster. Ein Monsterfisch war das. Kurzzeitig mal angeguckt. Ein ganz schön großer Fisch gewesen gerade. Hätten wir auch jagen können. Ich sag mal, wir können auch später tauchen. Aber ich hoffe nicht, dass der Hai uns das gleich wiederholt, ey. Das ist das Ding hier auf diesem Meer. Boah, das Steuern dieses Bootes ist auch nicht gerade so pralle. Irgendwie das Gefühl, dass wir immer auf die gleichen Inseln schippern, ne? Kann das sein? Zumindest können wir uns irgendwie fortbewegen von Insel zu Insel. Schlimmer wäre es, wenn wir schwimmen müssten, ey. Weil dann weiß ich, dann würden wir keine Minute überleben. Das ist schon mal ganz klar. So, werden wir auf die Insel rüber. Gucken, was wir da drüben finden. Ich hoffe, ein paar faserige Pflanzen wäre ganz praktisch. Dann können wir uns nämlich auch den Hammer herstellen. Da drüben gleich. Perfekt. Das wäre auch optimal. Dann hätten wir zumindest gleich einen Hammer. Und mal gucken, vielleicht können wir da drüben auch irgendwie mal was anderes finden. Eine Axt wäre unschlecht, wenn wir Steine zumindest. Ne? Wir bräuchten auf jeden Fall ein Haus. Also eine Hütte. Die brauchen wir auf jeden Fall. Auf jeden Fall eine Hütte. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche, dass wir eine Hütte brauchen. Und das ist noch so weit bis da hinten hin. Ich weiß noch nicht, was die komischen langen Stäbe bedeuten, die aus dem Wasser rausragen. Ne? Da könnte man hintauchen und hinschwimmen. Die Frage ist, überleben wir es nicht? Das sind so viele Sachen, die wir machen können hier. Und wir haben nicht mal ansatzweise überhaupt irgendwas erreicht hier. Guck mal die großen Palmen an. Da kriegen wir bestimmt. Ob wir die fällen können, weiß ich nicht. Wäre natürlich aber geil, ne, wenn wir die fällen könnten. Das glaube ich aber nicht. Ich glaube, alles kannst du ja auch nicht benutzen in dieser Welt. Ich hoffe immer nur, dass der Hai nicht kommt. Das ist also meine größte Sorge. So, vielleicht finden wir hier drüben ein rüdiges Rüsselschwein. Wer weiß. Ja, ich muss daran, daran. Da muss ich irgendwie aufsetzen jetzt. Ne? Okay. Boot. Ich hoffe, du hältst fest jetzt, echt. Natürlich nicht, weil du bewegst dich ja. Das ist zwar echt blöd, ne? Wenn das Boot wegtreibt, haben wir echt ein Problem, ey. Darum einmal anstupsen. Das ist doch. Oh, nicht umkippen, mein Freund. Nicht umkippen. Das wäre sehr fatal jetzt, ne? Du hängst aber auch nicht perfekt da, ne? So. Dann gucken wir doch mal, was sich hier auf dieser Insel so alles befindet. Wir haben hier schon mal Blech. Schlangen haben wir das auch schon gesehen hier. Das sind riesen Bäume hier, ne? Ich habe keinen Bock auf eine. Sch oh, hier sind. Oh, oh. Junge Palme. So. Damit hätten wir auf jeden Fall schon mal ein Tauwerk safe. Das haben wir. Jetzt noch einen Stein hier finden und ich habe meinen Hammer. Jo.
Dann das ist ein Stein. Ja, was ist das denn? Ein kleiner Kiefernbaum, ey. Kiefern. Wer bringt der Holz? Okay, der bringt nur Holz. Der bringt wirklich nur Holz jetzt. Ich muss mich abkühlen. Will der mich rollen jetzt? Jetzt muss er sich abkühlen, oder was? Ja. Echt keinen Bock auf den Hai jetzt hier, ne? Glaubst du, Sippe? Haben wir Aloe. Ah, die haben wir in der Kiste, die Aloe Vera, ne? Okay, hier haben wir auf jeden Fall Fische, die wir uns holen könnten. Jo, perfekt. Ein Fisch haben wir. Und gleich mal den Hammer herstellen. So. Den haben wir auch. Jetzt muss ich mal überlegen. Was ist das denn hier? Muss das immer noch abkühlen? Ja, ne? Ich denke schon. Es hält sich in Grenzen gerade. Trinken brauchen wir gerade. Gut, hier gibt es auch. Entschuldigung, ich habe gerade einen Frosch im Hals. Und mal da oben ist noch bestimmt eine Ananas. Eine Ananas, was habe ich mit Ananas im Down? Eine Kokonat. Die möchte ich mitnehmen, weil dann kann ich nämlich gleich was saufen. Das ist ganz praktisch. Wenn wir die schon mal haben. Gleich eigentlich hier am Start können gleich mal saufen und die Zuppel. Zack, zack, zack und Rinn im Nacken. So, nehmen wir gleich noch ein paar phasige Pflanzen mit, weil wenn wir schon mal hier sind, ganz ehrlich, Leute, dann nehme ich gleich was mit. Blöd halt, dass wir, oh, hier ist noch eine junge Palme. Und blöd, dass die Kiefernbäume echt nur Holz bringen, ne? Das ist wieder so ein Ding. Das geht gar nicht, okay. Da ist nix. Hier so eine kleine Palme. Oh, hier liegen Bretter. Lol. Weil die nehme ich mit. Oh, und da ist noch ein Dings. Ein Boot oder sowas. Okay, hier ist Aloe Vera. So aussieht, ja. Da vorne scheint ein Dings zu sein. Warte mal. Aufpassen, dass ich aber nicht auf so eine komische Qualle trete oder sowas. Wäre auch ziemlich uncool. Oder so eine Koralle. Ah, das ist eine Kiste, das meinte ich nämlich. Öffnen. Oh, ein Fischspeer. Und was zu futtern. Ein Fischspeer ist auch was Praktisches. Gleich mitnehmen. Fischspeer hat sich ja schon mal fast gelohnt, hier hierher zu kommen. Da ist auch wieder eine Krabbe. Ich weiß, den können wir uns nicht nehmen. Jo, hat sich gelohnt. Gleich noch ein bisschen Fleisch. Dann haben wir zu essen gleich mal hier sicher. Gut, die Schlange, die irgendwie rumpimmelt, die versuche ich echt aus dem Weg zu gehen. Oh, mies wäre es wirklich, wenn wir jetzt sterben würden, ne? Durch eine Schlange oder sowas, das wäre wirklich mies. Das hier, kann man das eigentlich kaputt machen oder nicht? Bestimmt mit einer Axt später oder so. Es sind voll viele Bäume hier. Okay. Hier ist eine Schlange. Da treten wir einen Rückzug an, weil ich habe nämlich keine Ahnung, wo die jetzt war, um echt zu sein. Oh, das Rudi ist Rüsselschwein. Na, ah, verdammt. Das war jetzt nicht so cool. Das war jetzt nicht so. Ja, Rudis Rüsselschwein ist im Rennen. Aber ist auch nicht einfach zu treffen, das Vieh, ne? Mal so ganz ehrlich jetzt. Das Ding ist so schnell. Das bleibt doch nicht stehen. Bleib halt mal stehen. Oder?
Ah, ein Bogen wäre natürlich schlecht, ne? Wo ist eigentlich unser Schlauchboot? Ah, guten Tag, ruhiges Rosselschwein. Ab ins Wasser mit dir. Das ist. Bleib hier! Schweinchen! Ein Schweinchen namens Babe. Weg. Wo ist das Vieh jetzt hin? Boah, es ist echt voll schwer, ne? Das Vieh zu kriegen. Egal, wo ist unser. Aua! Was war das denn jetzt? Ey, du blöde Krabbe, hast du. Hackte doch oder was? Das machst du noch einmal, ey. Ich schwör's dir. So, Bretter, Speer mitnehmen. Ich habe Angst, dass unser Boot gerade abgehauen ist, ne? Wo ist unser Boot? Leute, unser Boot ist weg. Ich habe doch hier angelegt, oder nicht? Nicht ernsthaft, oder? Nicht ernsthaft jetzt wirklich, oder? Oh, das wäre jetzt so mies. Ah ne, da ist es. Oh, Glück gehabt. Aber wenn es dunkel wird, ist halt auch scheiße, ne? Jetzt kommen wir nicht mehr rüber da. Ah, das, meine Freunde, sehen wir dann in der nächsten Folge wieder zu Stranded Deep. Bleibt dran, bleibt aktiv. Nicht vergessen, liken, kommentieren, abonnieren. Und ihr verpasst hier keine Folgen mehr. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Reinschalten, fürs mit dabei sein. Passt auf euch auf. Ich bin raus. Ciao mit V. Euer Woogie.